Diko sagt oder schreibt, es geht nicht in die Unendlichkeit, also der Sehstrahl. Ich denke eher, soweit das menschliche Auge sehen kann. Und das Wort Blickwinkel fehlt in dem Beitrag. Also eine Erklärung, die eine halbe Stunde dauert, das ist ja, wenn alles andere richtig war, dann ist es ja nicht so schlecht. Aber dass der Blick nicht in die Unendlichkeit geht, ja, ich fliege natürlich nicht in die Unendlichkeit, aber dieser Punkt, den wir von unserem Sehstrahl haben, der wird nach hinten immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und das mit der Unendlichkeit ist ein Begriff, dass es in dieser Sehstrahl im Prinzip kein Ende hat. Ja, und dieses Ende wird eben immer mehr zum Punkt, zum Punkt, zum Punkt. Und ich kann ja auch ins Universum gucken und letztendlich sehe ich da auch einen Punkt. Mein Sehstrahl, wenn er da hinguckt, sieht er einen Punkt. Das ist ein bildlicher Begriff. Ja? Und wenn er sagt, es geht nicht ohne, sondern so weit das menschliche Auge sehen kann, naja, immerhin sieht es ja durch Ferngläser, sieht es ja bis ans Ende des Universums. Und nicht ganz, aber kommt ziemlich weit. Also, da müssen wir uns nicht aufhalten. Ich könnte das so stehen lassen, kein Problem. Aber es geht eigentlich um, dass dieser Sehstrahl hat keine Bewegung, er ist wirklich eine Gerade, die gerader gar nicht sein kann. Und dann, es fehlt das Wort Blickwinkel, das verstehe ich nicht ganz. Es ist eben für mich schwierig, wenn ihr einfach so einen Begriff einfach nur reinschmeißt, ich verstehe es nicht. Und wenn ihr hier etwas, einen Kommentar gebt, fände ich gut, wenn ihr das ein bisschen mehr erklärt. Weil wenn ich sage, der Sehstrahl folgt den Kanten eines Objektes, ja, dann kann man auch sagen, das ist ein ganz bestimmter Winkel, aber für mich ist der Blickwinkel eigentlich ziemlich egal, der kann 23,4 sein oder sonst was, oder 25,8. Wichtig ist, dass die beiden parallel sind. Dass das mit Winkeln was zu tun hat, kann man sagen, aber ich glaube, er hat es so gemeint, aber ich weiß es eben nicht genau, was er meint. Aber wir sollten uns mit so einzelnen Begriffen also nicht schwer tun, es sei denn, sie sind wirklich falsch. Dann sagt man das immer wieder, weil ich habe die Dinge nicht in Beton gemeißelt und alles, was ich sage, ist eine Erfahrung aus meiner Erfahrungswelt. Und da kann ich auch manchmal falsch liegen. Aber in diesem Fall bin ich nicht weitergekommen mit der Empfehlung oder mit dem Kommentar. Aber wichtig ist wirklich, dass wir diese Fluchtpunkt Erklärung, dass wir die wirklich sinnlich begreifen. Ja, dass wir wissen, der Fluchtpunkt entsteht durch uns in Beziehung zu einem Objekt im Raum. Und diese Beziehung müssen wir wissen, wie die funktioniert. Und die hat was mit unserem Sehstrahl zu tun, den wir nur als Punkt sehen. In dem Augenblick, wo er parallel läuft, dann finden wir den Fluchtpunkt und dann können wir auf dieser Basis können wir aufbauen. Ich werde das noch sehr, sehr oft immer wieder in den Kommentaren wiederholen, weil ich weiß, dass dieser Punkt, mit der sich Fluchtpunkt nennt, dass der wirklich einfach erklärt ist, aber in der Anwendung für euch viele, viele Probleme macht, weil er eben auch das räumliche Mitdenken provoziert. Und das ist nicht so einfach, wenn man das nicht oft genug übt. Vielen Dank in diesem Sinne.